Europäisch heißt organisiert. Meinst du Europa oder die EU? Weiß nicht, aber mein Land ist jedenfalls nicht organisiert. Warum glaubst du denn, dass europäisch gleich organisiert bedeutet? Weiß nicht, aber mein Land ist jedenfalls nicht organisiert. Im Kosovo gibt es Fli und Zifteli. Bei dir? Ja. Toll. Sag mal, woher kommst du denn? Aus Deutschland, Kalifornien oder Nevada. Keine Ahnung. Es ist nur so, bei uns würde niemals jemand sagen, er sei Europäer. Da achtet man ganz genau drauf, ob man jetzt aus Deutschland, der Schweiz. Guck mal, wir sind die USA. Wir sind stolz darauf. Und das verbindet uns einfach. Ja, aber das ist es ja. Europa verbindet nichts. Da wäre die EU, aber zu der gehören ja gar nicht alle Länder. Und ein Kontinent ist es eigentlich auch nicht, weil geografisch gesehen bildet es in Asien und Eurasien. Russland zum Beispiel ist zum Teil europäisch und zum Teil asiatisch. Sag mal, nimmst du es eigentlich immer so genau? Uns verbindet wirklich nichts. Sprache, Währung, Schulbildung, industrieller Fortschritt. Nichts ist bei allen diesen Ländern gleich. Und die Sachen, die uns verbinden könnten, wie Träume, Ziele, Ängste und Hoffnungen, die verbinden ja auch irgendwie dich und mich, oder? Ja, also ich muss dann mal los. Dann danke dir, Miri, und ich melde mich bei dir. Cool. Bis bald. Tschüss.
vielleicht eine Möglichkeit, dem Streit beizulegen? Gibt es Hoffnung? Wir überlassen es den nachkommenden Generationen. Jugendarbeitslosigkeit Bosnien 54%. Können Sie bitte das vorlesen? Jugendarbeitslosigkeit Kosovo 60%. Können Sie bitte das vorlesen? Jugendarbeitslosigkeit Deutschland 7%. Aber
Serbien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro gehören zu den Ländern, aus denen die meisten Menschen nach Deutschland kommen, um einen Asylantrag zu stellen. Um Asylbewerber zukünftig schneller abschieben zu können, offiziell um Asylanträge leichter abnehmen zu können, hat das deutsche Innenministerium Serbien, Bosnien und Herzegowina und den Kosovo zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Mit Montenegro soll es demnächst genauso sein. Thomas de Maizière ist der Meinung, dass die meisten Menschen aus den Balkanstaaten zu Unrecht in Deutschland Asyl beantragen. Er verspricht sich von der Einstufung in sichere Herkunftsländer ein Abebben der Asylbewerberzahlen. Angesichts der niedrigen Anerkennungsquote sei die Maßnahme vernünftig und geboten. Tanzen. Party, Party, oh yeah! Nein! Für uns geht gar nichts. Schlechte Politiker, dumme Leute, unsaubere Straßen, Autos. Wenn es regnet, wenn es kalt ist, wenn es heiß ist. Wenn ich etwas nicht verstehe. Wenn ich blöd angeschaut werde. Wenn ich machen muss, was andere von mir wollen. Wenn Leute mich nicht so akzeptieren, wie ich bin. Nein, das geht gar nicht. Also, lasst es uns ändern. Party, Party, ja! Yeah. Oh.
Ja, wie geht's? Hat er von der Typ geholt? Ja, hat das Geld von den superreichen Politikern genommen und es ihnen vollgegeben. Ich liebe seine Augen und Lächeln. Und er hat schöne Haare. Aber er hat ein flüssig dabei. Er war kein Europäer, denn er akzeptierte ihre Normen und Werte nicht. Er wollte die Welt retten, alle Krankheiten heilen. Er ist so süß. Ein freies Leben ohne Sorgen war wieder möglich. Er war wie Superman oder Spiderman oder der einsame Cowboy. Immer allein, aber so cool. Ich bin der einsame Cowboy und ich will die Welt retten. Ich entlarve alle korrupten Polizisten. Ihr sollt alle wieder Arbeit haben. Ihr sollt frei und sorglos sein. Ich habe das Geld von dem Superreichen genommen und euch gegeben. Ich kaufe euch Mangos und Bananen. Stopp! Doch, ich habe ein Lied für dich. Wirklich? Ja, komm mal. Du bist. Hey, was macht ihr? Hey, was macht ihr denn? Hallo? Was macht ihr? Hey, was macht ihr denn? Lass mich in Ruhe! Eines Morgens bin ich aufgewacht und habe zu mir selbst gesagt, ich will etwas anderes machen, etwas, das die anderen nicht so machen. Also habe ich eine Liste mit Prioritäten geschrieben. Erstens habe ich mir fest vorgenommen, dem Glück zu folgen, nicht der Berühmtheit oder dem Geld. Man kann ja viel Geld machen, aber Glück, das kannst du dir damit nicht kaufen. Zweitens möchte ich viel Zeit mit den Menschen verbringen, die ich liebe. Wir haben nur diese eine Chance. Wir leben nun einmal, nicht ewig. Drittens möchte ich immer die Möglichkeit haben, nach Hause zu kommen. An den Ort, an dem meine Lieben sind, an dem meine Familie ist. Ich will, dass diese Menschen sicher sind und diese Menschen glücklich sind. Dann bin ich es auch. Ich lebe in Kosovo, in Pristina. Geboren bin ich in Deutschland. Meine Cousine wohnt immer noch dort, in Stuttgart. Ich bin immer sehr froh, wenn wir dorthin fahren, weil dieser Ort mit vielen Erinnerungen verbunden ist und mein Vater dort gelebt hat. Ich fühle mich wohl in Deutschland und bin stolz, hier geboren zu sein. Zurück in Kosovo kommt immer ein trauriges Gefühl, weil es unserem Land nicht gut geht. Es gibt unglaublich viele arbeitslose Menschen, arme Menschen, die nicht viel haben und auf dem Tal landen, an dem der Staat ihnen hilft. In unserem Land muss sich etwas ändern. Ich wünsche mir, dass ich in meinem Leben viel reisen kann. Und trotzdem werde ich immer einen Ort brauchen, an dem ich nach Hause kommen kann. Heimat ist ein Ort, an dem ich die Menschen kenne und an dem die Menschen mich kennen. Ich lebe in Kosovo, aber ich bin in Deutschland geboren. Nach der Schule werde ich in Japan Psychologie studieren. Für 3, vielleicht 5 Jahre. Meine Heimat ist der Ort, an dem ich mit meinen Kindern in den Urlaub fahren will. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass ich mit meinen Kindern nicht nach meiner Heimat fahren würde. Die Hälfte aller jungen Leute dort haben keine Arbeit. Und wenn sie studieren möchten, haben sie kein Geld dafür. Sie arbeiten von morgens bis abends und verdienen nicht mehr als 200 Euro im Monat. Kann ich in Europa glücklich sein?
Ich denke ja, aber es muss sich so viel ändern. Wo soll man da anfangen, wenn jeder für sich kämpfen muss, um zu überleben und die Miete zu zahlen? Ich muss studieren, damit ich eine Basis habe, vielleicht einen Job finde und mir keine Sorgen machen muss. Dann kann ich auch anfangen, etwas zu ändern. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Wir können gemeinsam etwas Großes schaffen. Wir können gemeinsam etwas Großes schaffen. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Wir können gemeinsam etwas Großes schaffen. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Wir können gemeinsam etwas Großes schaffen.